So. Also vielen Dank für die Einladung. Eine kleine Klarstellung. Ich bin der Sebastian Dellinger, der Felix Bembi, der konnte heute nicht. Ich vertrete ihn. Und ansonsten bleibt alles beim Gleichen. Wir haben seit 98 das Büro gegründet und ich bin 3 Jahre älter. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Nach Rem Koolhaas und Porto geht es, glaube ich, ganz bescheiden weiter. Ein Projekt, vielleicht schaffen wir vielleicht noch ein zweites, auf dem Land, bauen auf dem Land. Und wir zeigen, oder ich zeige die neue Ortsmitte Wettstetten, ein kleines Ensemble mitten in der Ortschaft, das wir errichten durften. Und die Frage, die heute war, Identität der Architektur und also diese Identität, das eigene, die Eigentümlichkeit, das Wort fiel schon, das gefällt mir gut. Und auch wir suchen als Architekten natürlich nach eigenen Antworten in der Bauaufgabe, in dem Ort, in dem Spezifischen der Aufgabe. Das sind auch eigentlich die Kriterien, wie wir dann entwerfen. Ein Teil davon ist sicher der Ort. Und ich mache jetzt hier weiter. Und der Ort selbst, Wettstetten, liegt nördlich von Ingolstadt. Also wir sind hier oben. Es ist eine ganz kleine Gemeinde, 3000 Einwohner, und der Ort hat hier eine ganz spezielle Bedeutung, und darum steige ich auch ohne viel Theorie eigentlich ins Projekt ein und erzähle unsere Herangehensweise. Und wir haben hier unten Ingolstadt, etwa 5 Kilometer außerhalb liegt Wettstetten. Das Ganze ist im Juragebiet, Jura-Einzugsgebiet, gehört zum Landkreis Eichstätt. Manche kennen Eichstätt durch das Wirken von Schattner dort. Und die Ortschaft selbst hat 3000 Einwohner mittlerweile und hat die Krankheit, die viele Ortschaften haben, in der Größe, eine Agglomeration außenrum, einen ganz kleinen Ortskern, einen gewissen Identitätsverlust. Was eigentlich ganz interessant ist, hier unten haben wir Ingolstadt, eine mittelalterliche Stadt, erste Universität Bayerns. Und hier gibt es gotische Kirchen, geht zurück bis auf Römerzeit. Viele Künstler, dichte Bebauung, viel Identität. Wie viele Flächen hat Ingolstadt damals gebraucht? Wie viel braucht so eine Ortschaft heute? Identität hat auch was mit Identitätsverlust zu tun. Gemeinden, die ihre Identität verlieren. Und das liegt auch vielleicht, man sieht es jetzt hier, dazwischen, hier sitzt Audi. Audi rückt auf Ingolstadt vor. Globalisierung, Menschen, die nach Wettstetten kommen, dorthin ziehen. Sicher aber auch gibt eine wirtschaftliche Prosperität. Das, was jetzt Wettstetten gebaut hat, hätte sich wahrscheinlich nicht leisten können aus der Landwirtschaft, die es hier noch vereinzelt gibt, sondern wahrscheinlich aus solchen modernen Arbeitsplätzen. Wir schauen jetzt hier rein. Hier sehen wir nochmal Audi, das ist Ingolstadt, das ist Wettstetten, Entschuldigung. Und das ist dieser ganz kleine Ortskern eigentlich. Und die Agglomeration, das ist aus in den letzten 30 Jahren etwa entstanden. Zu dem Ort selbst, hier ist der Ortskern. Zum Ort selbst gehören doch aber verbunden immer Personen. Und hier gibt es einen, möchte ich erwähnen, das ist der Bürgermeister Hans Mödel, weil der natürlich auch die Fragen gestellt hat, die wir dann in dem Wettbewerb beantworten durften. Er selbst, 50 Jahre Bauer in Wettstetten, Kriegsflüchtling, kam von Böhmen hierhin und war dort Landwirt, hatte aber einen eigenen Blick auf die Ortschaft und auch auf die Tradition, auf die Hauslandschaft. Und er hat also sehr klug, er hat insgesamt 35 Jahre war er Bürgermeister, er hat das Projekt noch gebaut, musste jetzt aus Altersgründen zurücktreten. Und mit ihm gemeinsam konnten wir das Projekt verwirklichen in diesem Dialog. Der ist auch wichtig. Und er war immer ein Ästhet auch. Wir konnten auf ganz kurzen Wege oft Dinge entscheiden, das hat dem Projekt geholfen, und er hat aber auch im Wettbewerb dann Fragen gestellt zum Ort, und er wollte, wir sind jetzt hier im Ortskern, wir haben hier die Kirche, das ist das, was wir überplant haben, hier gab es dieses alte Schulgebäude, das musste abgerissen werden, da war provisorisch die Gemeindeverwaltung, die Höfe standen leer, die hat er über die Jahre hinweg aufkaufen können, es waren so kleine Güteranwesen, eigentlich eine dichte Bebauung, man sieht es hier. Und er hat in dem Wettbewerb dann schon Fragen gestellt
Fragen gestellt zur Hauslandschaft, zur städtebaulichen Struktur, zur Kleinteiligkeit. Die Bauaufgabe war größer. Und wir schauen jetzt hier nochmal rein. Also wir sehen jetzt hier das alte Schulhaus, das hier stand, hier diese kleinteilige Struktur. Die Höfe, die wurden leer, das waren kleine Anwesen, er wollte keine Profanisierung, keine Einfamilienhäuser. Was ja dann kommt, das Wohnen mit Abständen, und er konnte über das Vorkaufsrecht über Jahre hinweg die Grundstücke kaufen. Und in dem Wettbewerb hat er dann eben diese Fragen nach Haustypologie, Kleinteiligkeit gestellt, auch ob man dieses Programm nicht vielleicht in drei Teile aufteilen möchte. Und es war eigentlich ein absurder Gedanke, weil es gab dann Aufschrei in der Wettbewerbs- im Kolloquium, ja, ein Rathaus ist doch ein Gebäude, ein Aufzug, eine Treppe, und ihm war es wichtiger, aber vielleicht doch weiter zu stricken. Dennoch gab es viele Antworten im Wettbewerb. Von den 20 Beiträgen haben vielleicht 3 das Raumprogramm aufgeteilt, die anderen eigentlich große Rathäuser hingestellt. Manchmal hilft der Zufall mit. Wir haben uns auch die Frage gestellt, geht das aufzuteilen, ist ja absurd. Und das ist jetzt hier 3 Kirchen in Bozen. Ich war dann zufällig in Urlaub dort. Kurz, da gibt es das Hotel Briol aus den 20er Jahren. Man läuft ein bisschen rüber in die Wiese. Mitten auf der Wiese stehen 3 Kirchen. Ah, halt, Moment. 3 Kirchen, 3 Türme, 3 Türen, Gassen dazwischen. 12., 13., 14. Jahrhundert, und man weiß heute auch nicht mehr, warum es hier 3 Kirchen gibt. Das gibt keine Geschichte mehr dazu. Das hat uns veranlasst, dass wir in unserer Arbeit, aber dennoch, wir haben den Ball vom Bürgermeister aufgegriffen und uns mit den städtebaulichen Kanten beschäftigt, mit der Kleinteiligkeit, um eigentlich auch wieder öffentliche Plätze zu generieren, hier einen kleinen Rathausplatz, hier den Kirchplatz zur Kirche und hier einen kleinen Garten für eine Altentagespflege. Das Raumprogramm, das abgefragt war, waren mehrere Bereiche. Man sieht es jetzt hier. Ein Gebäude, man konnte es ganz gut aufteilen. Also hier gibt es einen kleinen Garten, einen Bereich für die Altentagespflege im Erdgeschoss, einen Kindergarten im Obergeschoss, hier mal den Rathausplatz, hier mal das rein administrative Rathaus und das dritte Raumprogramm, Saalgebäude, einen Bürgersaal im Erdgeschoss, orientiert zum Kirchplatz raus, und im Obergeschoss Trauungssaal und Sitzungssaal. So schaut es dann räumlich leicht aus. Die umgebende Bebauung hätte ein großes Rathaus auch als Platzwand gar nicht vertragen. Also die Platzwände mussten wir eigentlich fast selbst bauen, was durch die Dreiteilung eigentlich ganz gut ging. So geht es dann nochmal rein. Es gibt jetzt immer 3 Foyers, die am Rathausplatz anliegen. Aufzug, Treppe, hier unten haben wir einmal die Altentagespflege, hier mit dem Bürgersaal zum Kirchplatz raus und hier das administrative Rathaus. Die Gebäude selbst in den Kanten, und jetzt gehe ich erstmal ins Obergeschoss nochmal, ja genau, hier mal oben dann den Kindergarten mit Zugang zum Garten, hier mal das Foyer, hier mal den Sitzungssaal, Trauungssaal und hier das administrative Rathaus, Obergeschoss mit Besprechung, Bürgermeister. Und es war die Frage eben, kann man sich mit dieser Typologie vor Ort beschäftigen? Und es gibt hier eine eigene autochthone Architektur, die sich überliefert hat. Das ist das Alt-Müll-Jura-Haus. Man sieht es jetzt hier kurz, so flache, gedrungene Baukörper. Die flache Dachneigung kommt überwiegend aus der Sollenhofer Platte, die hier als Dach verlegt wurde in 8-facher Deckung. Die musste flach sein, damit wegen dem Gewicht und damit man auch wieder nachbestücken kann. Sonst eine sehr sparsame, karge Gegend, aber dann doch immer der Versuch, über so kleine Faschen dem Haus ein Gesicht zu geben. Das waren alles für uns so Dinge, die wir versucht haben aufzugreifen. Ist jetzt hier dann die Baukörper.
in den Außenkanten zur Stadt orthogonal entwickelt. Wir haben es eigentlich nur einmal hier verdrückt, um immer die 5 Meter Abstand, damit jedes Gebäude ein eigener Brandabschnitt ist, Gassen erzeugt und nur hier was leicht verdrückt. Und dadurch ergeben sich überdachte Bereiche als Eingang und wir konnten dort ein Oberlicht jeweils inszenieren und konnten darauf verzichten, großflächige Verglasung in die Baukörper einzuschneiden. Material, wenn ich nochmal zurückgehe, es gab oft diese sparsamen Putz. Wir haben dann auch versucht, ja, wie könnte man das machen? Wir wollten es so ganz sparsam putzen und das ist jetzt hier. Wir haben dann damals noch selbst im Büro bei uns ein kleines Modell gebaut, auf einen Anhänger drauf und das haben wir Bürgermeister hochgefahren und haben gezeigt, wie wir uns das so ungefähr vorstellen könnten. So ein leicht überschlemmtes Mauerwerk, mit dem man natürlich das eine oder andere Fenster mal verstecken kann. Eine Fasche, die ums Fenster geht und dann auch die technischen Probleme, die wir dann erledigen wollten, die konnten wir daran eigentlich ganz gut ausprobieren und so konnten wir den Bürgermeister auch überzeugen und haben das aber auch auf kleine Wege gemacht, nicht viel, wir mussten nicht viel mit Gremien diskutieren, viel überzeugen, sondern wir konnten es auf kleinem Amtsweg machen. Haben dann auch jetzt diese Vorsatzschale, diese Vormauerung, wobei die Vormauerung war für uns keine Vormauerung als Sichtmauerwerk, wie es hier gibt, sondern wir wollten ja dieses geputzte, dieses überschlemmte Mauerwerk, weil dieser Backsteinbau an sich hätte hier keine Tradition gehabt, dort in der Gegend. Das schaut dann so ungefähr aus. Wir haben einen hellen Ziegel genommen, einen sehr günstigen Ziegel mit unterschiedlichen Tönungen, mit dieser Schlemme überzogen und mussten dann auch ganz konkret mit den Handwerkern schauen, dass wir nur einen haben, weil jeder Handwerker hat da einen eigenen Strich und versuchen, dass wir da hier ganz einfach die gleiche Handschrift hinbekommen haben, dass hier sich keiner verkünstelt oder zu wild macht, sondern es sollte so schon der Versuch, dass es ganz glatt wird. So schaut es dann aus. So schauen die Faschen aus. Und jetzt kommen wir hier hoch. Also das ist jetzt hier die Kirche rechts von uns, das ist der Kirchplatz. Wir haben hier jetzt den Bürgersaal, hier ist die Verwaltung, hier oben sitzt der Bürgermeister, hier ist der Sitzungssaal. Es geht über diese kleine fußläufige Gasse hoch, in dem oberen Rathausplatz oder außenrum stehen. Obenrum gibt es nochmal Parkplätze. Blick in den Bürgersaal kurz rein. Jetzt um die Straße rum oder die Gasse hoch und hier ist dann der kleine Rathausplatz mit den Foyers und hier geht es dann jeweils in die administrativen Gebäude rein, also administratives Rathaussaalgebäude und hier alten Tagespflege. Wir haben uns dann auch als Architekt ein bisschen konzentriert auf die äußere Hülle und im Inneren wollten wir dann nicht zu viel zumuten, sind dann sehr konservativ geblieben. Wir haben hier den Jura, der ist aus einem Steinbruch von 20 Kilometer Entfernung, Eiche, also sehr zurückhaltend das Haus ausgebaut, was am Schluss dem Projekt natürlich geholfen hat in der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und weil der Bürgermeister mal gesagt hat, ja gut, spätestens wenn es dann drinnen waren, dann hat sich's verankert, das Gebäude in der Ortschaft. Also wir haben jetzt hier nicht versucht mit Sichtbeton und allen möglichen, sondern mit einer sehr zurückhaltenden Art und Weise den Innenausbau zu gestalten. Wir haben hier den Sitzungssaal. Die weiten Spannweiten haben wir mit so Betonrippendecken gemacht. Damit die Betonrippen verträglich sind, gibt es dazwischen immer noch mal die akustischen Eichenpaneele. Auch hier im Innenausbau dann administrative Rathaus. Immer eigentlich sehr zurückhaltend. Jetzt die Foyers, das sind die Eingänge nochmal und hier dieses Oberlicht, das dann von oben runterkommt, das gab dadurch eigentlich auch sehr schöne innenräumliche Sequenzen, es wird sehr hell, obwohl es von außen dann doch sehr hermetisch ausschaut, diese Geschlossenheit von außen wollten wir ja und so, dass es aber im Inneren sehr, sehr gut funktioniert. Wie wurde das Gebäude jetzt angenommen? Das Gebäude ist jetzt seit einigen Jahren in Betrieb und es hat sich jetzt, also die Verwaltung hat sich von Anfang an wohlgefühlt. Wir haben im Erdgeschoss in dem die Altentagespflege, das sind demenzkranke Menschen, die dort in dem Garten sind und es funktioniert sehr gut
Und im Obergeschoss, gemeinsam mit dem Bürgermeister, entwickelt die Kinder, da gab es große Kritik, geht denn das dreijährige Kinder mit Demenzkranke alle in einem Haus? Und es funktioniert auch sehr gut, also gerade die Demenzkranken, die sonst kaum Erregungen zeigen, in Kombination mit den kleinen Kindern, gibt es da neue Begegnungen, was eigentlich sehr gut funktioniert. Es funktioniert dieses Laufen zwischen den Häusern sehr gut. Und es hat sich für den Bürgersaal jetzt eine Ortsgruppe gebildet, die den bespielt, auch Kabarett macht. Die haben dann sehr, sehr pointiert dann auch mal ein Kabarett gemacht und gefragt, ja, wie ist denn das, wie funktioniert denn das mit den, sie stellen sich vor eine neue Ortsmitte. Der Titel war natürlich ein bisschen irreführend, neue Ortsmitte. Da stellt man sich die Piazza vor und das Café und es gibt ja nicht das Café. Man hat sich gegen diese kommerzielle Nutzung entschieden, weil der Bürgermeister keine Konkurrenz eingehen wollte mit den umliegenden Bäckereien und all den Themen. Also es wird dieses Café vermisst, aber ansonsten wird es jetzt sehr gut angenommen. Zweites Projekt, was in diese Reihe ganz gut reinpasst, wieder auf dem Lande. Wir sind in Garmisch-Partenkirchen und wir sind hier, also hier ist der Ortskern von Garmisch-Partenkirchen, hier gehen die Straßen raus. Es gab hier einen städtebaulichen Wettbewerb über dieses ganze alte Krankenhausareal. Hier war eine alte Behindertenwerkstatt. Und eigentlich wollte Garmisch hier ein Hotelprojekt realisieren, ein sehr großes. Dagegen gab es eine Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative hat sich dem entgegengestellt, wollte dieses Projekt nicht. Dann wurde die Gemeinde genötigt, einen Wettbewerb auszuloben, einen städtebaulichen, um Ideen zu sammeln, was können wir hier machen. Also wir haben hier das alte Krankenhaus, diese Werdenfelser Behindertenwerkstätten. Und sie wollten hier eigentlich kommerzielle Einfamilienhausgrundstücke, ähnlich dem, also ein Haus, man sollte städtebaulich eine Antwort finden. Garmisch wollte eigentlich die Häuser vermarkten, mit freistehenden Einfamilienhäusern, Abstandsfläche, außenrum Abstandsgrün, weil es das gängigste Modell ist. Wir hatten uns im Wettbewerb, wir hatten diese Postkarte schon fast kitschig und man sieht nochmal die Struktur davor. Wir haben hier eigentlich diese draufständige Bebauung, die noch aus der Zeit Barockzeit kommt. Hier alle Häuser draufständig stehen, eng, hinten ein Garten. Das fanden wir ein sehr schönes Modell eigentlich, wie das einen dichten Stadtraum zu schaffen, rückwärtig schöne Gärten zu schaffen. Das fanden wir das richtige Modell eigentlich. Hier ist so eine alte Postkarte, die Berge, die Kirche und die Straße mit dieser informellen Begegnung, das Arbeiten eigentlich noch und dann das Wohnen und im Rückwärtig vielleicht noch im Grünbereich. Das ist der Blick vom Gebiet raus, hier hinten haben wir die Zugspitze. Das war eigentlich die Vorstellung der Gemeinde, diese freistehenden Häuser. Und wir konnten uns dann im Wettbewerb, wir hatten nur den zweiten Preis bekommen, wir hatten diese ähnliche Struktur, diese taufständigen Häuser vorgeschlagen hier, eng an eng bebaut, um einen Anger. Und hatten nur den zweiten Preis, weil man davon ausging, sowas ist nicht marktfähig, nicht marktgängig, das kann man nicht vermarkten, das kann man auch nicht verkaufen. Und anschließend hat die Gemeinde eben versucht, den ersten Preis durchzusetzen. Dann gab es aber aus dieser Bürgerinitiative doch Ansprüche wieder, die sagten, nee, wir wollen eigentlich so ein Projekt realisieren, das finden wir eigentlich sehr spannend. Und das war das Modell nochmal dazu. Man sieht jetzt hier die draufständigen Häuser, hier die Straße mit eigentlich die Öffentlichkeit hier hinten in den Garten rein. Und das wäre der Blick in den Hof dann rein. Und, oder nee, das ist die Straße entlang. Und dann gab es diese Bürgerinitiative. Es waren insgesamt am Schluss dann 34 Bauherren bei uns im Büro, die ein Vertreter zusammengesammelt hat, hat gesagt, komm, wir machen zum gemeinsamen Bauherrn, damit dieses Projekt funktionieren kann. Wir entwickeln Haustypologien und bauen dann insgesamt gemeinsam dieses Ding hier. Und wir haben jetzt als Büro dann unterschiedliche Häuser entwickelt. Einmal 7 Meter, einmal 10 Meter. Man konnte entweder ein kleines Haus kaufen, ein großes Haus oder Geschosswohnen, Erdgeschosswohnung oder Obergeschosswohnung oder aber auch das Haus wurde auch nochmal geteilt, sodass wir auch 5 Meter Häuser anbieten konnten, unterschiedliche Häuser. Wir hatten Renderings angefertigt von dem Hof, wie das funktionieren könnte, von der Straße und sind dann so
Das war jetzt bei uns im Büro wieder Modell, wie wir uns diesen Schopf hier vorstellen. Also das ist dieser Schopf, dieser Überstand. Wir sind jetzt hier eben in dem kräftigen Oberbayern, diese ausladenden Dächer, die hier als ihre Funktion haben. Und haben dann letztendlich in neuer Konstellation nur sowas genehmigungsfähig diese Häuser realisiert. Also hier eine Gruppe um den Anger. Und hier vorne gibt es eine befahrene Straße. Hier gab es eine Villa, die haben wir saniert. Diese beiden Häuser haben wir saniert. Die alten haben wir lassen. Also das, was da war, haben wir lassen. Also die Villa hier, die. Und zur Straße hin ein kleines Hotel, das den Schallschutz bildet. Und sind jetzt so in der Realisierung. Also man sieht jetzt hier aus der Ortschaft rauskommend. Hier sind die alten Häuser noch draufständig stehend und hier geht es jetzt los mit unserer neuen. Jetzt schauen wir diese Straße hier hinter nochmal. Das ist jetzt der Eingangsbereich, unterschiedlich breiten, ein bisschen versetzt nochmal in den Fluchten. Und jetzt gerade aktuelle Aufnahme, das ist jetzt der Innenhof. Jeder hat eine. Es gibt ein Souterrain nochmal, dass man die Mutter dazu nehmen kann oder den Student oder untervermieten oder arbeiten. Manche arbeiten hier, haben ihr Büro, wohnen oben drüber um den Anger. Der Anger ist hier öffentlich und das ist immer der private Teil. Hier vorne noch das kleine, die Villa, die wir extra stehen haben lassen oder Gründerzeithäuschen und da das kleine Hotel angegliedert, das den Hof abschirmt von der Straße. Wir schauen jetzt hier nochmal die Häuser. Die stehen lassen als Ankerpunkt eigentlich, hier hinten angefügt. Und das jetzt hier vorne Hotel nochmal. Vielen Dank.